Dann schickt man Leute in die Sicherheitszone und bittet die örtliche Polizei um Hilfe. Je schneller man reagiert, desto größer ist die Chance, den Ausbrecher zu fassen. Minuten können entscheidend sein. Ich hörte einen Lieferwagen und dachte: Scheiße, sie jagen mich. Wenn es nur einer ist, kann ich ihm entkommen. Ich rannte so schnell ich konnte. Du schaffst es. Ich hab's geschafft. Weiter jetzt. Ich wusste, erreichte ich den Highway 288 in 30 Minuten, war ich aus dem Schneider. Je länger ich wartete, desto mehr Autos würden kommen. Ich sagte mir: Lauf! Die Gegend war mir ab jetzt unbekannt. Da sah ich die Stromleitung, die, wie ich wusste, parallel zum Highway verlief. Ich bewegte mich also in die richtige Richtung. Was ist los? Als ich kam, sagte man mir, dass die Hunde eine Fährte bis zu einem Wäldchen nahe dem Gefängnis aufgenommen hätten. Da sind Geruchsspuren auf zwei Pfaden. Diese ist die stärkere. Man glaubte, dass die drei im Wäldchen wären. Es gab mehrere Spuren. Überprüft jemand die zweite? Alles unter Kontrolle. Er sagte, niemand könnte so schnell gerannt sein und einen Vorsprung haben. Nur Geister. Wir sollten nachsehen. Ich möchte zum Highway. Den Highway zu überqueren, war der letzte Zug im Schachspiel. Alle Figuren waren in Position. Ich guckte mir die Autos genau an, um sicher zu sein, dass kein Polizeiauto dabei war. Ich wartete auf eine Lücke und dann krabbelte ich schnell auf allen Vieren los. Wenn man mich sah, würde man mich für einen Hund halten. Als ich drüben war, dachte ich: Schachmatt. Ich habe gewonnen. Das Schlimmste ist geschafft. Jetzt kommen die guten Sachen. Wir waren schnell da. Wie weit ist Darrington weg? Etwa 5 Kilometer. Da ging es mir wieder schlecht. Sind Sie Jogger, Major? Eigentlich nicht. Ich sagte, dass ich die Distanz leicht in 24 oder 25 Minuten schaffe. Ich war sicher, dass Sie die Sicherheitszone überwunden hatten. Meine Chancen waren deutlich gestiegen. Jetzt konnte ich mich weiter von ihnen absetzen. Ein entflohener Häftling entkam in die Wälder nahe dem Darrington-Gefängnis. Eine systematische Suchaktion hat begonnen. Zu der Zeit suchten 180 bis 250 Leute nach den Männern. Sie hatten etwa 2/3 des Waldes abgesucht, als einer einen Mann auf dem Boden liegend entdeckte. Es stellte sich heraus, dass es Montgomery war. Decker stellten wir in der folgenden Nacht in einer Siedlung. Der dritte Ausbrecher wurde noch nicht gefunden. Ich wusste nun, dass Dennis Wayne Hope besonders clever war. Er hatte uns ausgetrickst und war weg. Ich nahm das persönlich.
Die sofortige Suche war die Aufgabe des Gefängnispersonals. Außerhalb der Sicherheitszone war es meine Aufgabe, ihn zu fassen. Das ist Dennis Hope. Er ist fit und clever und entkam den Wärtern. Ihr sollt alles über ihn herauskriegen. Das Aussehen seiner Freundin, welche Automarke er fährt. Wir glaubten, Hope würde nach Dallas gehen, weil da Freunde und Familie leben. Ich brauchte Geld. Und zwar schnell. Und ich wusste auch schon, wo etwas zu holen war. Es war nur eine Frage der Zeit. Dallas, ich komme. Entschuldigung, können Sie mich vielleicht mitnehmen? Die meisten dieser Leute sind persönlichkeitsgestört. Ich brauche das Auto. Tun Sie genau das, was ich sage. Sie verletzen jeden, der im Weg ist. Anhalten! Die $30 aus dem Portemonnaie des alten Mannes reichten nicht für eine Pistole. Aber es gab täuschend echte Druckluftpistolen. Ich entschied mich für so eine Waffe. Ich fuhr zu einem Laden, den ich vor meiner Inhaftierung überfallen hatte. Um diese Zeit zählten sie das Bargeld. Ich ging rein und sah den Safe offen stehen. Als ich da stand und wartete, bis zwei Kunden verschwanden, kam der Adrenalinstoß. Ich nahm alles wie in Zeitlupe wahr. Ich fragte, wie spät ist es? Und sie sah auf die Uhr. Ich sag's Ihnen. Geld da rein. Der Mann. Schneller! Kannte das schon. Mach schon! Los! Er packte das Geld in den Beutel und gab ihn mir. Ich dachte, das ist alles, was ich brauche. Ich habe jetzt alles Nötige. Mir passiert nichts. Geld her, alles! In den nächsten Wochen beraubte ich Läden in Dallas. Und gab es in Memphis für Partys, Glücksspiel und Frauen aus. Ich hatte Nachholbedarf. Geld her! Wir vermuteten ihn in Dallas, weil sich hier die Überfälle häuften. Habt ihr was rausgekriegt? Es war peinlich, dass wir ihn trotz Einsatzes aller Mittel nicht fassten. Doch dann ging alles sehr schnell. Die Polizei in Memphis entdeckte das dem alten Mann gestohlene Auto. Sie fand Hopes Fingerabdrücke darin und eine Zeitung mit einer umrahmten Wohnungsanzeige. Die elektronische Überwachung hatte zwei Anrufe aus Memphis bei einer uns bekannten Freundin Hopes registriert. Wir fuhren sofort nach Memphis. Es gibt keine perfekten Ausbrecher, sie machen Fehler. Man muss nur da sein, um sie zu fassen. Gib alles Geld her! Die Anrufe führten uns zu einer Fleischfabrik. Der Chef sagte, die Telefonnummer sei die seiner Sekretärin. Sie ist oben, nicht lange aufhalten, sie muss arbeiten. Officer Fawcett. I'm Officer Moriarty. Hi, I'm Lucy. Sie sagte,
dass ihre Schwester mit einem Dennis aus Texas geht. Ist meine Schwester okay? Sie rief bei Dennis Wayne Hope an. Wir warten. Er rief zurück. Hallo? Hi, Dennis. Er sagte, er sei im Denim and Diamonds Nightclub. Wir treffen uns da. Er sagte noch, er würde einen Jaguar fahren und einen weißen Cowboyhut, Blue Jeans, Stiefel und ein Westernhemd tragen. Auf der Flucht versteckte ich mich nicht allzu sehr vor meinen Verfolgern. Ich wollte kein Einsiedlerleben führen. Das war nicht mein Ding. Wir fuhren sofort zum Denim and Diamonds und suchten den Jaguar. Wir fanden ihn auf dem Parkplatz. Wir machten ihn fahruntüchtig, indem wir die Reifen zerstachen. Vorsicht hier, wir brauchen Verstärkung im Denim and Diamonds. Drinnen sah ich ihn sofort. Wir fürchteten, er könnte bewaffnet sein und es könnte eine Schießerei in der vollen Bar geben. Wir entschieden uns, ihn zu überwältigen. Ich fühlte, dass mich jemand beobachtete. Ich erkannte ihn sofort als Polizisten. Ruhig bleiben, nicht durchdrehen. Wir taten so, als ob wir der Musik zuhörten und näherten uns ihm. Lou und ich nickten uns zu und schnappten ihn. Lass mich, du Hurensohn. Sie sagten, wir wissen, wer du bist. Hände weg! Ich dachte, du hast dir so viel Arbeit gemacht und alles aus Sorglosigkeit vergeigt. Er war geschockt und konnte nicht glauben, dass zwei Cops aus Texas ihn in Memphis festnahmen. Hände weg! Lasst mich! Ich war verzweifelt. Das schöne Leben war vorbei. Um 1 oder 2 Uhr nachts läutete mein Telefon. Hallo? Dennis Wayne. Ihr habt Hope? Ich kann das Gefühl kaum beschreiben. Im Knastjargon alles Paletti. Ich weiß, hier wird die Zeit über mich hinweggehen. Man kann Regentropfen nicht wieder in die Wolke zurückdrücken. Das geht nicht. Man wartet nur noch auf den Tag, an dem das Herz aufhört zu schlagen. Für mich ist das kein Leben.